Von 19. bis 21. April findet das Mittelalterfest auf der Ruine Agstein statt. Magische Wesen, keltische Zauber, mitreißende Musik und spannende Geschichten erwarten die Besucher. Mein Name ist Christine Jäger und ich bin verantwortlich für die Organisation dieses Festes. Ja, und dass der Mittelalter Markt so steht, wie er jetzt dasteht. Erstmalig wurde es veranstaltet 2005 und wir haben es jedes Jahr immer im gleichen Datum, ein drittes Wochenende im April. Und das Besondere ist, dass man die Burg genießen kann, man hat den schönen Ausblick in die Wachau und eben das mittelalterliche Treiben, was sich hier makellos einfügt. Heuer haben wir uns gedacht, sind wir friedlich, weil wir genau auf Ostern fallen, deswegen haben wir die Elfen, Gnome und Druiden ausgesucht als Thema. Drüben haben wir unsere Bühne, es gibt dann Stelzengeher, die sich verkleiden als Drachen, als Phönix. Wir haben eine Feentänzerin, wir haben tolle Musik, viele Handwerker, es gibt den ganzen Tag über schöne Sachen anzuschauen. Dankeschön. Das beliebte Ausflugsziel in der Wachau, zwischen Melk und Dürnstein gelegen, zählt zu den berühmtesten Burgen Österreichs. Ziel des Mittelalterfestes ist das Nachempfinden der Ritterzeit. So wird man Zeitzeuge der damaligen Lebensgewohnheiten, Märkte und der Kleidung, die damals getragen wurden und auch der Kultur. Mittelalterfest auf Burg Agstein. Der sagenhafte Osterausflug für die ganze Familie. Weitere Informationen gibt es unter www.ruineagstein.at.